Hallo ihr Lieben, wir sind zurück mit Folge 40 von World of Final Fantasy. Wir sind im Zimmer des namenlosen Mädchens, bodenlos überlevelt. Und, upsa, hier hinten ist noch der... Sorry, Moment. So, war noch der Lautsprecher an, tut mir leid. So, wir berühren momentan ein paar Seelen. Und, um einfach mal wieder auf den neuesten Stand zu kommen, der Tag des Stärkeren, das ist erledigt. Ein Schlagkraft, das ist erledigt. Ich habe immer Sprachfehler, es tut mir leid. So, mal gerade schauen. Also drei haben wir noch und drei können wir auch auf jeden Fall noch machen. Dann hauen wir uns die doch mal rein. Achso, ich könnte es lesen vorher. Begib dich auf Schatzsuche. Nachdem sich Rico von Rain und Lan verabschiedet hat, rauscht sie mit ihrem neuen Kumpel Adaman weiteren Schätzen entgegen durchs Tiefenmeer. Ihr Ziel ist die sagenhafte Schatzinsel, auf der Rico auch schon wenig später an Land geht. Dann schauen wir mal. Rain and Lan. They sure were a fun pair to have around. Oh, could you bear a little more to the right, please? So, Rico, was it? Where might you be headed this fine day? Do you really need to ask? Treasure Island! Ah. So the low seas have managed to keep a few secrets from me. It's full of treasure chests. Now that's what I call a paradise. The currents are so strong, I never could have made the trip all by my lonesome. It sure is a good thing I found you, Addy boy. You'd risk your life to reach this place? I wonder if treasure hunting is as fun as you say. It sure is! All those little treasures have been around way longer than I have. I'll be the first person to touch them in years upon years! Ooh! I can just squeal! I see now. I had that same spark ages ago. How I miss it. Yeah? Well, why don't you come along on this treasure hunt with me? I would, but I cannot survive outside the low seas. I envy you. Living life as you please, now that is a true treasure. If you say so. Oh, there's the island! I see it! Look at all these treasure chests! Hey, Addy! Thanks so much for the ride! No trouble at all. How will you get home? Look at all this stuff lying around here! There's gotta be some relic that'll help me! Oh, hey, why don't you take something with you? I don't know what's in that chest there, but it's sure gonna be something good! I will help you. You do that? You're so sweet. Now, get that chest! Oh, ist das süß. Erstmal, dass sie ihn Addy nennt. Und dann, I will help These you. Oh Gott, ist das goldig. Really make you think. So, werden wir auch relativ easy peasy. Ich will was haben, was auf alle geht, Menno. Entschuldigung. Ach Gottchen, die sind ein bisschen stärker. Was ist denn da los? Die habe ich nicht geone-shottet. Ich fühl mich unterlevelt. Komm, Nase, wir gehen. So, viel haben wir nicht bekommen, aber besser als nichts. Phew. That freaked me out. Your job's full of surprises. Well, sometimes. Yeah. Despite the danger, you still mean to continue with it? Of course. It's in my blood. I live for treasure hunting. All my treasures need me. I can't stop now. I see. Then I wish you a safe and fruitful journey. Thanks again, Addy. I'll see you real soon. Hunting treasure, eh? She did seem to be having fun. Perhaps my kin had been missing out.
Perhaps it's time for an adventure of their own. I wonder, would those Mirage Keepers help us? Er weiß wohl, dass wir zuhören. So, wieder eins geschafft. So, ich weiß nicht, ob wir danach automatisch geheilt werden. Zwei haben wir noch. Need something? What now? So. Who's Soli? Und die Boni sammeln wir danach ein. So, Donnerwetter nochmal. Zwei Sterne. Seit dem Abschied von Adaman sind schon Tage vergangen, doch Rico sucht die Insel immer noch nach Schätzen ab. Aber jede Schatztruhe, die sie in freudiger Erwartung öffnet, entpuppt sich doch wieder nur als garstiger Mimik. Wann endlich ist ihr das Glück mal hold und spendiert ihr einen waschechten Schatz? Rico weigert sich aufzugeben und öffnet eine weitere Schatztruhe. Die ist neu, ne? Gut, wir haben eh nicht mehr so viele Alma-Kristalle, aber wir hauen rein. Wir machen doch alles hier. Also, wahrscheinlich eher nicht. No! No, 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 no! Why is every single chest I find a stupid mimic? Why are you treasures playing hard to get? Help me out here! Well, as long as there's one more chest to crack, I'm not gonna give up now. Aber ist ja süß, niemals aufgeben ist echt das Beste. Auch wenn immer wieder Mimics rauskommen, irgendwann ist es vielleicht kein Mimic mehr. Well, that ought to do it. Super. Oh, wir haben sogar einen Stufenabstieg. Oh, Stufenabstieg. Wenn man Deutsch und Englisch mischt, ne? Ein Abstieg. You see what happens to treasury imposters? Riku happens, and don't you forget it! Ah! Lightning! What? No way! In perfect weather like this? Don't tell me. There's a mama mimic? Oh, I see. So all these mimics infesting the island, that was your idea? You are doomed! I'm taking you out and ridding this island of all your little wannabes. Scare the Mira. So. Machen wir erstmal eine schöne Analyse. Weil die hatten wir noch nicht, die kennen wir auch noch gar nicht. Sieht aber super cool aus, finde ich. Kann ich eingefangen werden? Das war klar. So, sie ist empfindlich gegen Licht. Haben wir abgedingsbums. Chest. Aber ich glaube, ich habe hier Sanctus. Das dürfte helfen. Ja. Und das war's schon. Ja. Okay. Gut. Aber sie sah trotzdem cool aus. Ach, ist das schön, wenn man die passenden Zauber dabei hat. Es fühlt sich echt richtig gut an dann. Man, that was a really cheap shot there, pulling out all those thunderbolts like that. I thought I was a goner for sure, but at least now I can finally... Huh? What? Ah! What happened to all of the treasures? No way! Well, at least with the mimics out of the picture... I know every chest I open is the real deal. I'm not gonna let one little setback set me back. And if you're out there, thanks for giving me a helping hand. Okay, the big treasure hunt is on. Ooh, treasure spotted straight ahead! Und wieder eins geschafft. Feini, whoop. Einmal dadurch. Wollen wir mal einsammeln, einfach um mal zu gucken. So, wir gehen ins Logbuch. Wir gehen ins Abstecher-Logbuch und wir haben hier die Sterne. So, wir kriegen zwei Bomberseelen. Wir kriegen Phoenix Daune. Wir kriegen einmal Fragezeichen. Die Erinnerung Adamantaimai, sehr schön. Und Drachensuppe. Nein, ich weiß, es ist. Und
Erinnerung Mimikkönigin. Sehr schön. Und ja, weil damit können wir nämlich dann die Sachen schön weiterentwickeln, unsere Miragen, die wir haben. So, zwei schaffen wir doch definitiv noch, würde ich sagen. Good morning. What now? Wir berühren Seelen mal wieder. Soul will you touch? So. Freundschaft in Figaro mit einem Stern. Die Sorgen einer Brücke. 5 Sterne. Warum habe ich... Wir machen sie beide. Wir probieren sie zumindest beide. Aber ich möchte dazwischen speichern. Vivi, you have awakened as a champion. And I believe you have washed your hands of the Federation. However, there are many in Figaro who view an army of black mages and one that served Bahamut with considerable suspicion. Can you offer us your allegiance all the same? Edgar, sir. I know it's just words, but I've heard enough about what the Federation's done to understand that it's not right. Maybe I can help you somehow, or maybe I can't. All I can tell you is that I'm willing to try. I'm going to prove myself to you and to your people. Eloquently stated. Yes, they'll warm to you soon. King Edgar, why? You've ordered the Black Mages on yet another mission? Yes. With them out in the field, your men can stay here and get some much-needed rest. Think happy thoughts. You're refusing to see the problem at all. I tell you, sire, you are far too trusting of them. Those things started out as mirages. And for all we know, they're still spying on us. I'll just have to keep an eye on them for the both of us. I beg of you, do not allow their cunning to win you over. Stay vigilant, sire. Really now, spying on us. Well, maybe should be able to weather it. Oh, it's the captain. Hello, sir. Are you on patrol? You work so hard. Huh? You're that... Listen here. I have a few words for you and... Oh, yeah. Outside I found this beautiful flower. You can have it if you like. Hmm? Oh. It's so strange. I thought Figaro was nothing but desert, but that isn't true at all now, is it? And we wouldn't have such pretty flowers if the kingdom's finest weren't out there bravely defending the castle. Ah! Oops, I'm gonna be late for training. Pardon the intrusion, sir. It is a lovely flower. That Vivi, you just can't help but like the kid, you know? Thanks to the Black Mages, Figaro's defenses are stronger than ever. We're lucky to have him around. I'm not unreasonable, and I never told anyone the Black Mages aren't capable. I just want everyone to play things on the safe side. Oh, Captain, sir. I already cleaned up around there a while ago. But if it still needs work, I'll be happy to give it another go. What? Oh, is that so? Fine work, I'm sure. You just run along now. Go on, get some rest. Okay. Hello there, Captain, sir. Oh no, your uniform got torn. Want me to stitch it up for you later? What? Thank you. Wow, sir, look at your hands. They're so huge. Hey, Captain. 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 What has gotten into me? I'm like a man possessed. I can't get Vivi out of my head! You know what? I'll suck it up and just say it. We need him. He's become an indispensable member of our kingdom.
King Edgar could see it. He was completely right about the boy. What a resilient lad. I salute you, Vivi! Mine is a hard mind to change. King Edgar, why? You've ordered the Black Mages on yet another mission? Yes. Considering the operation at hand, I felt that their ranged magic would be the best fit. I understand your reservations, but you need to learn to trust Vivi and the other You're Black Mages. You're refusing to see the problem at all! You're putting them in too much danger, sire! How can you foist all the hardest missions on them? Huh? If anything were to happen to the Black Mages, it would be a devastating loss for the Kingdom of Figaro! My men will join them, sire. Just watch. We will keep them safe. Now, if you'll excuse me, I must get ready. What in the world is going on? Edgar, the Black Mages are ready to leave at any time. You are a sly one, Vivi. Huh? Oh, never mind. Listen up. Today, the Castle Guard will be deploying with you. Don't let them down. I knew that I was right to place my trust in them. The Black Mages and Figaro are going to be fast friends. Still, who did Vivi win the captain over? Also ich find's ja schon übel, wie der Hauptmann mit seinem... Hä? Ich habe jetzt gar nichts gemacht. Ich habe doch gar nichts getan. Okay. Shall we get mal gerade schauen. Who's so? War's das? Das war's. Ich musste gar nichts tun. Was ist denn da los? Ups, nein, ich wollte speichern. Ich wollte speichern. Weil ich nämlich das ganz dumme Gefühl habe, dass ich mich verdammt überschätze mit der 5-Sterne-Mission. Und ja, aber ich muss echt sagen, Vivi ist so lieb. Ach, der ist so lieb und der ist so nett. Und wenn ihr Final Fantasy 9 gespielt habt, wenn nicht, ich habe einen Let's Play davon auf meinem Kanal. Er ist halt echt eine super, super tragische und traurige Figur eigentlich, aber immer so freundlich. Und ach, das ist echt einfach nur schön. So. Do you mind if I... Wir berühren mal wieder Seelen. Und machen damit den letzten Auftrag, den wir machen können. Dann haben wir keine Alma-Kristalle mehr. So, ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Anna Crowe stattet der großen Brücke Alexander einen Besuch ab. Und schnell kommen die beiden über die guten alten Zeiten ins Plaudern. Leider ist Anna Crowe nicht nur gekommen, um ihren sozialen Kontakte zu pflegen, sondern es wartet auch harte Arbeit auf sie. Sie spuckt in die Hände und macht sich ins Werk. Und wenig später hat sie auch schon die heimtückige Machina, die sich in Alexander versteckt hielt, ans Tageslicht gezerrt. Alexander ist Licht. Ob wir da Dunkel mitnehmen sollen? Nein. Wir probieren es einfach mal. Wir machen einfach mal und du kannst diesen Auftrag nicht annehmen. Mimi. Okay. Das finde ich ja jetzt blöd. Aber gut. Dann bekommen wir das. Und dann haben wir ja noch 2 Alma-Kristalle übrig, ne? Need some? So, dann gehen wir mal zu den Which Champion? Helden. Ob wir die jetzt mit 2 noch können? Snow. Nehmen wir mal Snow. Den hatten wir nämlich noch nicht. So. What now? Das war's. Goodbye. Und dann holen wir mal den Krieger des Lichts raus. Und packen dafür Snow rein. Okay, Raffia haben wir noch nicht gesehen und Tifa nehmen wir raus, obwohl die super stark ist und packt Squall ein. So, und dann werden wir die auch demnächst mal anschauen. Okay, ihr Lieben, dadurch, dass ich leider nicht das machen kann, was ich tun wollte, beende ich die Episode an dieser Stelle. In der nächsten Folge werden wir dann mit der Story weitermachen. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!